Überall in Niederösterreich nehmen derzeit Bürgerinnen und Bürger an der jährlichen Flurreinigung teil. So auch 26 aus der Ukraine geflüchtete, nun in Schwechat beheimatete Erwachsene und Kinder, die als Dankeschön für ihre Aufnahme mithelfen wollten. Einen ganzen Nachmittag lang war man also rund um die Schwechat unterwegs, um die Umwelt zu säubern. Bei der Flurreinigungsaktion wurden die Ukrainerinnen und Ukrainer vom Pfarrer Werner Pirkner begleitet. Ich finde das eine ganz, ganz schöne Sache. Auch mich berührt, weil es von Ihnen selber ist und Sie gefragt haben, ob da was möglich wäre. Sie würden sich gerne mit so einer Aktion bedanken. Und ich freue mich, dass das Wetter mitspielt, dass es auch heute gut möglich ist. Und von Seiten der Stadtgemeinde gab es ein bisschen Ausrüstung mit Handschuhen und Müllsäcken und so weiter. Und ich glaube, da kann jetzt was Gutes starten. Die Bürgermeisterin freute sich zu sehen, dass die Neuankömmlinge sich so tatkräftig am Leben in der Stadt beteiligen wollen. Schöner kann es nicht gehen, als dass eine Hand die andere wäscht. Und da, wo wir helfen können, helfen wir. Und wir kriegen im Gegenzug Hilfe angeboten, wo diese Menschen uns helfen können. Und ich glaube, schöner kann man es nicht formulieren, wie das miteinander funktionieren kann, weit über Grenzen hinaus. Also eine wirklich nette, schöne Aktion und auch ein großes Dankeschön an die Pfarrer, die da quasi den Anstoß gegeben hat und auch jetzt hier mithilft. Wie unterstützt die Pfarrer die Geflüchteten aus der Ukraine? Also zum einen ist es so, dass bei uns im Pfarrhof gerade ein paar Leute wohnen in zwei kleinen Familien. Auch in Manswörth im Pfarrhof wohnt jemand. Im Zirkelweg in unserem Sozialzentrum sind wir auch dabei, gerade eine Wohnung herzurichten. Und das andere ist, dass jetzt schon dreimal am Donnerstag am Nachmittag sich Menschen aus der Ukraine in Schwechat am Hauptplatz im Pfarrhof und im Garten getroffen haben, einfach um sich zu vernetzen, um sich auszutauschen. Und das sind mal so die Hauptsachen. Wir machen alles, was irgendwie möglich ist, von der Erstunterbringung in Schloss Freienthurn über ganz viele Private, die mithelfen, die unterstützen, die Dinge bringen, wo beim Bedarf besteht, sei es von Gewand über Toilettartikel, was auch immer, und einfach ihre menschliche Seite anbieten, was wahrscheinlich das Allerwichtigste ist. Menschen, die in so einer Krise leben müssen, sollen spüren, dass es Menschen gibt, die gern unterstützen, die gern helfen und die sie aufnehmen. Und das tun wir und das funktioniert auch sehr gut. Ich glaube, das ist einfach ein Gebot der Stunde, ein Gebot der Menschlichkeit. Und ich bin sehr dankbar für viele, viele Menschen in Schwechat, aber auch überhaupt in ganz Österreich, in Europa, die ihre Häusertüren und ihre Herzen geöffnet haben. Übrigens, schnell Entschlossene, die sich noch am Frühjahrsputz in Schwechat beteiligen möchten, kommen Sonntag, den 15. Mai um 9 Uhr vor das Rathaus. Als Dankeschön für die Beteiligung lädt die Stadtgemeinde ab 11.30 Uhr zu Speis und Trank.